Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier im Labor, weil haben das weiter durchforstet und wir haben noch ein weiteres Code-Ausgabegerät gefunden und mir ist beim letzten Mal noch aufgefallen, dass wir eine Modis zu wenig mit haben. Wir brauchen da noch die eine. Und da würde ich sagen, ja, machen wir das mal. Am Tag der Abschlüsse tatsächlich, weil ich habe soeben das Command & Conquer Let's Play abgeschlossen, was über ein Jahr ging. Und ich glaube, dass wir auch heute mit Resident Evil... ich bin gelb, oh mein Gott. Dass wir auch heute mit Resident Evil hier den Abschluss finden. Weil wir stehen hier kurz vorm Finale. So, wir haben die... Wir haben nur noch Megawaffen dabei, ne? Ihr seht's. Wir haben hier oben die Bazooka dabei. Wir haben hier den Colt Python dabei. Und dann würde ich mal sagen, liebe Freunde... Ja. Gehen was an. wir müssen jetzt gleich nämlich noch in einen ziemlich ekligen Bereich gehen. Aber mehr dazu später. So, hier oben hatten wir uns ja den ersten Code besorgt, ne? Das heißt, wir müssen wieder hier runter und nö, ey. In dem Bereich mit den nackten Zombies. Shit. Gut. Alles klar. Dann holen wir uns jetzt nochmal den zweiten Code ab. Stehen die wieder? Die stehen wieder, ja. Die Zombies hier, die stehen immer wieder auf, Leute. Das ist total beknackt. Der war hier, ne? Komme ich da vorbei? Da komme ich vorbei. Nein, da komme ich nicht vorbei. Scheiße. Du ekliges Stück, ey. So, lass mich... Alter, lass mich doch hier in die Tür rein. Und ich renne da voll... ich renne voll in den anderen Zombie rein. Oh Mann, ey. Ja, das ist halt die Kacke. Dass die hier immer wieder aufstehen, ey. Jetzt bin ich wieder im gelben Bereich. Aber genau, liebe Leute, wir waren ja hier letztes Mal in diesem Leichenschauhaus, ne? Boah, das ist echt eklig. Und hier ist ja diese Passcode-Ausgabegerät. Nimm die Modisk. So. Passcode 02. Auch so ein stylisches Ding. Okay. Ich werde dich mit Sicherheit ja segnen und deine Abkömmlinge zahlreich wie die Nummer der Sterne machen. Und wie das Sand des Meeres. Deine Abkömmlinge werden die Gewalt über die Städte der Gegner erlangen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt. Genesis 22:17. Passcode 02. Okay, das heißt, uns fehlt noch ein Passcode. Und dazu müssen wir jetzt in diesen Bereich da unten und vor allem erstmal in die Tür da. Da haben wir nämlich noch eine Tür und wir müssen, wenn wir hier rauskommen, dann direkt links. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ja, wir kommen tatsächlich Umbrella immer mehr auf die Schliche hier. Und ist schon sehr krass gerade, ne? Auch mit Wesker. Was er hier abzieht, das war ja wirklich... Da ist ein normaler Zombie. Warum ist denn hier ein normaler Zombie? Die stehen scheinbar auch immer auf. Weil die habe ich beim letzten Mal platt gemacht. Ein Speicherraum! Ich glaub's nicht. Ein Speicherraum haben wir hier. Och Gott, das wusste ich ja gar nicht mehr. Ach, noch einmal diese schön entspannte Musik hier. Oh mein Gott, damit habe ich überhaupt nicht begriffen, dass wir hier jetzt noch einen Speicherraum kriegen. Aber das ist dann natürlich mega nice. Okay, da habe ich auch was anderes gesehen, was mich da anlacht. Nochmal mehr Muni. Brandmunition ist das. Ah, sehr schön, Leute. Brandmunition. Ach, wunderbar, ey. Wir haben hier auch Zugriff auf unsere Kiste. Aber da würde ich einfach mal sagen, kann ich hier noch irgendwas gebrauchen von... Vielleicht noch eine Heilung?
Nee, sieht nicht so aus. Wartet mal, die werde ich mal zusammenmischen da, diese Flammenmunition. Na komm. So, die Beretta, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die Shotgun brauchen wir auch nicht mehr. Die werde ich zusammenmischen. Kombiniere das mit dem. Und ich glaube, die werde ich auch mitnehmen, weil ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Und genau, Leute, wir haben nochmal einen Speicherraum. Soll ich nochmal abspeichern? Ja, bevor noch irgendwas passiert, speichere ich das jetzt nochmal ab. Kommt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wo ist denn hier Farbband da? Sehr schön. Gut, dann speichere das nochmal ab, Jill. Ja, benutzt das bitte, das Farbband. Und hau in die Tasten. So. Bevor irgendwas passiert. Bababababam. Labor B3. Alles klar. Vielen Dank, liebes Resident Evil. Das war sehr fair von dir. Muss ich sagen, mit dem Speicherraum. Und ja. Dann legt das Farbband ab. Wo ist es? Hier. So. Okay. Und ja, dann wieder raus hier. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Ich laufe jetzt einfach hier raus und lass den Zombie da hinten einfach Zombie sein. Weil wir kommen jetzt in einen sehr, sehr ekelhaften Bereich. Ist klar, wo bin ich denn jetzt? Ach, ah, okay, geradeaus und dann links rum. Gut, dann links rein! Hä? Bitte was, Leute? Nee, da ist... Hä? Muss ich doch hier lang? Wartet mal, hä? Bin ich jetzt total plemplem? Da geradeaus, da ist doch eine Tür links. Ach, ich Idiot! Ich war doch richtig da, wo ich war. Ich war doch richtig hier. Ich Volltrottel, echt. Ach ja, Leute, ist in Ordnung. Dann gehe ich jetzt halt hier lang. Genau, hier unten. Powerhouse. Ihr seht's, ne? Wir gehen, glaube ich, jetzt in diesen Energieraum rein. Und hier ist es verdammt laut. Ah, hier ist es verdammt laut. Wartet mal, kann ich hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie... Pause oder so? Doch, Sound. Wartet. Wartet mal. Das ist mir zu laut hier, ganz ehrlich. Sound? Nein, kann ich nicht. Und ihr seht das, ne? Habt ihr es gesehen, was da oben an der Decke krabbelt? Habt ihr es gesehen da oben? Schieß das Ding kaputt. Das ist ein neuer Gegner. Oh. Seht ihr das, Leute? Das ist ein neuer Gegner hier. Oh, und der lässt hier Würmer. Genau, Leute. Dieser Bereich ist ziemlich... ziemlich eklig. Wir haben jetzt hier einen Energieraum. Und hier ist alles ziemlich laut, ne? So... Okay, hier ist nichts so weit. Hier sind wir reingekommen. Da ist noch einer. Oh, ihr seht das, ne? Die Gegner hier. So. Alter Schwede. Und wir sind auch schon im gelben Bereich. Zum Glück, Leute. Haben wir die Magnum. Weil das ist wirklich heftig. Ein Energiepanel. Manche Bereiche haben keinen Strom. Willst du die ausgefallenen Bereiche aktivieren? Ja klar, mach. Ihr seht das, ne? Diese Gegner. Ja, das zeigt den Status an. Die sind übel. Ich weiß noch nicht mehr, was das darstellen soll. Aber wie gesagt, wir haben zum Glück die Magnum dabei. Und das heißt, wir können die mit einem Schuss platt machen. So, das heißt, das hier ist jetzt ein Labyrinthartig ein bisschen. Hinten war ja eine Tür. Da müssen wir rein. So. Weiter geht's hier. So. Boah, ist das laut. Da ist noch einer.
Und platt schießen. Oh, okay. Zum Glück sind die echt direkt platt. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich noch eine Modus-Kette mitgenommen habe. Schaut mal. Ein Passcode-Ausgabegerät. Wenn ich eine Modus-Kette hätte. Ja, ich habe eine Modus-Kette. So, Passcode 03. Das heißt, unser Passcode ist vollständig. Und durch deinen Samen werden alle Nationen der Welt gesegnet werden, weil du mir gefolgt bist. Genesis 22, 18. Passcode 03. Gut, Freunde. Wir haben jetzt hier den Passcode bekommen. Ah, da ist noch einer. Boah, die sind so eklig, diese Dinger, ey. Aber wie gesagt, wir haben die Magnum. Wir haben die Magnum. Schaut euch die mal an. Schaut euch die mal an. Die sind ja echt heftig. Okay, weiter geht's hier. So. In diesem Labyrinth. Boah, und das wird immer lauter. Es wird immer lauter hier. Boah, ey. Das ist nur ein Kreis, okay. Es wird immer lauter. So. Ist da noch ein Gegner oder sowas? Nee, aber schaut mal hier. Das ist das Auslösesystem. Der Aktivator dafür. Es ist sehr groß. Mehr machst du hier nicht, Jill. Okay, mehr machst du hier nicht. Na, wartet mal, ist da nicht noch irgendwas zu lesen? Ne, das ist also dieses Auslösesystem. Okay. Oh, ich will hier raus. Ey, was ist denn hier los? Sag mal. Das ist ja extrem laut. Ein Stromverbindungsswitch. Der Strom des Aufzugs ist aus. Willst du verbinden? Ja, mach mal. Der Strom des Aufzugs ist aktiviert. Weil der Stromkreislauf verbunden ist. Alles klar. Danke. Mehr müssen wir hier nicht machen. Mehr müssen wir hier echt nicht machen. Ich muss hier unbedingt raus. Ey, meine Ohren, die platzen gleich. Ja, das ist halt extrem laut hier, ne? So, ich muss hier unbedingt raus. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Resident Evil 1. Und geh bitte hier raus. So, geh bitte hier raus, Jill. Boah. Boah, da ist das hier ja schon eine Wohltat gegen, ey. Ja, Leute, diese Gegner, die ihr da gesehen habt, das waren so weitere Experimente. Das waren dämonische Gegner, glaube ich. Aber, Leute, wir haben's. Und wir können jetzt tatsächlich wieder raus hier. Ich werde jetzt auch die Knarre benutzen, wenn da jetzt irgendeiner im Weg steht. Weil, ja, viel ist es jetzt wirklich nicht mehr, Leute. Es gibt jetzt noch einen Twist. Einen Story-Twist. Dann haben wir es gleich. Ah! Ach, genau das meine ich, du Penner-Zombie hier. Stück etwas. Orange, okay. Orange geht noch, Leute. Ich muss einfach hier raus nochmal. Und weil wir jetzt den Passcode haben, ne? Oder wartet mal, war das hier? Muss ich gucken. War das hier? Nee, es war nicht hier. Nein, aber hier oben ist zumindest unsere Box. Wartet mal, ich möchte mich noch mal kurz heilen. Ja, ich laufe gerade ein bisschen viel hin und her, aber... Es ist halt, weil man die Zombies da unten nicht platt machen kann, ne? Ach Gott. Okay. Weil hier müssen wir nämlich gleich raus, tatsächlich. So, die Magnum lasse ich mal drin, das Zeug da oben lasse ich drin. Ich brauche eigentlich nur... Was ist das für ein Kraut? Schick. Ist das mit dem Blauen, ne? Das ist eine Mixtur von zwei Grünen und einem Blauen. Ja, das ist mir jetzt egal, dass ich das Blaue verschwende. Ich werde das jetzt schlucken, so. Ich will hier weiterkommen. Und, ja. Liebe Freunde, wir neigen uns tatsächlich jetzt dem Finale zu. Es ist nicht mehr viel.
Wir müssen jetzt nur noch hier unten in diesem Bereich mit den drei Passcodes und mal gucken, was uns dahinter erwartet. Ne? Weil wir vermissen ja noch jemanden. Ne, wir vermissen ja noch jemanden vom Anfang, falls ihr euch erinnert. Na, und nein, es ist nicht Barry. Barry läuft ja auch irgendwo rum. So, mach das bitte hier. So, diese Maschine hier. Ein Passcode-Panel. Passcode Nummer 2 eingetippt. Passcode Nummer 3 eingetippt. So, was habt ihr hier versteckt? Leute. Was habt ihr hier versteckt? Nochmal diese Mucke. Was haben wir denn hier noch? Ein Raum! Okay. Ein Raum ist hier. Was haben wir denn hier? Was ist hier? Okay. Was? Jill? Is that you, Jill? Ach nein! Oh, Chris, you're alive! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, I have to open this room. It doesn't work. Well, Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Das ist Chris, liebe Freunde. Es ist tatsächlich Chris. Fest verschlossen. Und er sitzt hier in einem Gefängnis fest. Ja, das ist natürlich jetzt interessant. Die Frage ist jetzt halt, wo ich jetzt hier hin muss, ne? Ah, okay, ich weiß wo. Ja, Freunde, die haben hier also Chris festgehalten. Unseren Kollegen Chris Redfield. Und ja, der sitzt da gefangen. Und den haben die auch so extrem krass beschützt mit den drei Passcodes, ne? Stell euch das mal vor, wenn wir die Demodisks nicht aufgesammelt hätten, könnten wir auch Chris hier nicht raus befreien. Das finde ich heftig. Ich meine, man könnte das Spiel auch so schaffen, aber naja, es ist halt nicht so gut, ne? So, ich glaube jetzt nämlich zu wissen, wo ich hier hin muss, und ich bin gerade falsch gelaufen, ich Idiot. Ich bin gerade falsch gelaufen. Das ist nicht hier, nein, ich muss hier nicht hin. Ich muss wieder in das Büro und... Büro. Genau, Büro. Ich muss wieder in das Labor runter. Und dann wieder da in den Bereich rein. So, schneller, bevor die Zombies aufwachen. War das hier? Nee. Ich muss mich immer wieder orientieren. Nee, das war hier nicht. Scheiß Zombie, ich mach den jetzt kaputt. So. Eine Kugel verballert, aber dann ist er schon mal aus dem Weg. So, Freunde. Hier in diesem Bereich. Hier hinten. Da ist doch ein Fahrstuhl gewesen. Genau der hier. Da gibt's keine Reaktion. Es hat keinen Strom. Hä? Da ist ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Ja! Jill! Barry! Kollege! Jill, you're here too. Yes, you're here too? Look, I lost my way. Let's get going. Barry hat sich verlaufen, was? Okay. Na, was habt ihr euch so zu erzählen im Fahrstuhl, ja? Kleine Fahrstuhlromanze hier. Nee, scheinbar nicht. So, B4, Leute. Wir haben gehört, was hier ist. B4. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything. Because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention.
This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Oh! Barry! Sorry, Jill. How is your family? I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill! Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon, called Tyrant or something, I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go then. Barry ist einfach eine geile Sau. Ja, Wesker hat Barry mit reingezogen. Oh Gott. Ach du Scheiße, Leute. Creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. But we can't let it live. That must be the computer for monitoring this creature. Barry, was hast du getan? Damn you! It can't control what it does. Genau, liebe Leute. ja, was gerade so passiert ist.
Wir müssen jetzt gegen den Tyrant kämpfen. Barry hat den freigelassen. Und, ja, Wesker war hier überall mit drinne. So, wir müssen jetzt hier uns hier... Ach du Scheiße. Ach, Tyrant. Mensch. So, und schieß ihn ab. So, mal gucken. So, schaut euch das an. Wir sind schon orange. Boah, wir müssen jetzt gegen diesen Tyrant kämpfen, ey. Und wir müssen immer laufen hier, los. Jill, schieß ihn ab. Das ist der Tyrant, Leute. Das ist der Endboss hier von Resident Evil. Okay, alles klar. Wir haben es geschafft. Wir sind hier in B4. Labor B4, oh mein Gott, Leute. Ja, das war quasi Veskas Traum. Ich werde mich jetzt heilen, das ist mir scheißegal. das war quasi Veskas Traumerschaffung. Und ja, krass, ne, was jetzt hier gerade passiert ist. Veska war quasi die ganze Zeit mit drin und hat Barry am Ende mit reingezogen. Und Barry ist natürlich so cool, wie er ist, ist er uns zur Hilfe gekommen. Und die Szene war ganz wichtig auch fürs Ending. Weil jetzt wird es nämlich Ending-relevant, liebe Freunde. Und ja, Barry hat sich eben vertan mit dem Computer, hat das Ding rausgelassen. Aber ja, wir sind ja mal wieder da, um ihn hier aus der Scheiße zu holen. Allerdings, liebe Freunde, der Tyrant liegt da. Die ultimative Lebensform, und der war irgendwie nach 3 oder 4 Schüssen war der kaputt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles gewesen sein soll. Allerdings, liebe Leute, wir müssen nochmal einen letzten Cut machen, es tut mir leid. Aber es ist halt so. Und ja, wie es hier weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.